Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebes Präsidium, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will es wirklich sehr kurz machen. Viele von Ihnen sind auch mit einem gewissen und guten Gefühl hier nach Frankfurt gekommen, wenn Sie ganz ehrlich sind. Und wir halten fest, dieses ungute Gefühl war ausdrücklich unbegründet. Dazu drei Dinge. Erstens, wir hatten hervorragende Diskussionen. Heute eine hervorragende Bildungsdiskussion und gestern eine Aussprache mit mehr als 87 Wortmeldungen. Und da darf man nicht vergessen, es waren alles faire Beiträge, die gezeigt haben, wenn es eine Partei gibt, in der gilt, dass die Diskussion die Mutter aller Dinge ist, dann sind das wir, die Freien Demokraten. Und ich danke dem Präsidium für die hervorragende Parteitagsführung. Es ist euer Verdienst, dass wir so gut miteinander diskutiert haben. Und wir haben uns wieder klar positioniert. In der Europapolitik habe ich eines mitnehmen können. Wir sind eine Partei, die klar proeuropäisch ausgerichtet ist. In der Bildungspolitik sind wir eine Partei, die offen und ehrlich miteinander diskutiert und entscheidet. In einer großartigen Rede hat der Generalsekretär eben deutlich gemacht, dass wir eine Partei der Bürgerrechte sind und diese Bürgerrechte auch auf die moderne Zeit hin übertragen können. Wir sind die einzige Partei, die sich vehement für die Werte der sozialen Marktwirtschaft einsetzt, die weiß, es ist nicht nur ein Wirtschaftssystem, sondern eben gerade für uns eine Haltung. Und während alle anderen schwammig werden, nach links rücken, bleibt eine Partei in der Mitte, und das sind wir, die Freien Demokraten. Und deswegen das Dritte und das Letzte. Das ungute Gefühl war gar nicht notwendig. Aber ich weiß, woher es gekommen ist. Weil viele vor Ort sich die Frage gestellt haben, wie lange soll das noch so weitergehen? Und deswegen standen wir an diesem Wochenende vor einer Entscheidung. Und ich sage vorweg, wir haben uns richtig entschieden. Und die Entscheidung lautete, wollen wir uns weiter demütigen lassen? Oder stehen wir endlich gemeinsam auf und fangen an zu kämpfen? Wir haben uns mit diesem Parteitag entschieden. Dafür recht herzlichen Dank. Stehen wir auf, gehen wir raus, kämpfen wir für die Kollegen in Schleswig-Holstein. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde.